Faszination Fußball-Computerspiel. Tore, Action, Stars. Als Spieler an der Konsole fühlt man sich quasi mittendrin. In Deutschland begeistern sich inzwischen mehrere Millionen für das elektronische Vergnügen. In diesen für Computerspielern heiligen Hallen, abgeschirmt hinter dieser Glaswand, sitzen Programmierer und arbeiten an der Weiterentwicklung des Fußball-Computerspiels FIFA 2012. Diese Jungs tun alles dafür, damit dieses Computerfußballspiel immer näher an die Realität heranrückt. Doch vor den rasanten Bildern und dem Spaß am Spiel steht erst einmal jede Menge Programmierarbeit. Mehr als bei vielen Fantasy-Spielen. Denn nichts ist schwieriger, als die Wirklichkeit nachzubilden. Mein Name ist Nils Diekmann. Ich bin Produzent bei Electronic Arts und ich bin dafür zuständig, dass der richtige Fußball auch den Weg ins Spiel findet. Dass der richtige Fußball den Weg ins Spiel findet. Wie weit ist eigentlich euer Computerspiel dran an der Realität? Ja, das hat sich in den letzten Jahren natürlich extrem entwickelt und geht natürlich auch immer so weiter mit dem technischen Fortschritt von den Konsolen oder auch von den PCs. Und wir haben verschiedenste Daten, die wir erfassen. Und mit einem ziemlich großen Aufwand haben wir weltweit Leute, die für uns diese Daten sammeln, um die Fußballer möglichst realistisch abzubilden. Ganz wichtig für diesen realistischen Eindruck ist es, die charakteristischen Bewegungen der Spieler in das Computerprogramm hineinzubekommen. Hier lässt sich zum Beispiel Ronaldinho in einem Spezialstudio digital vermessen. Dazu werden überall an seinem Körper Reflektoren angebracht. 56 Kameras strahlen Rotlicht ab und nehmen die Reflexion von Ronaldinho auf. Motion Capturing nennt sich dieses Verfahren. Bewegungsmuster werden so dreidimensional eingefangen. Das ist ziemlich aufwendig, aber noch lange kein Fußballspiel. Aber wie realistisch seid ihr denn jetzt? Also wenn ich zum Beispiel jetzt in einem Spiel, nehme ich jetzt mal einen Spieler, den Schweinsteiger, spiele und lass ihn da rennen, wenn du das siehst auf eurem Computerspiel und siehst ihn in der Realität, sind die Unterschiede noch groß? Ja, ich sag mal, der Schweinsteiger wird im Spiel genauso oder ähnlich langsam sein, wie er das in der Realität im Vergleich zu einem Robben oder Podolski auch ist. Spricht der Dortmund-Fan. Ne? Schweinsteiger wird ähnlich langsam sein, wie er das in der Realität ist. Auch die Dortmunder Kollegen von Bastian Schweinsteiger in der deutschen Nationalmannschaft werden von den Programmierern des Spiels schonungslos erfasst. Schnelligkeit, Sprungkraft, Zweikampfverhalten, Kopfballstärke. In über 70 Kategorien wird die Performance der Stars ermittelt. Auch beim Fotoshooting für das Computerspiel geht es um möglichst große Realitätsnähe. Mittels 3D-Headscanning bekommen die Gesichter der Akteure ein immer authentischeres Aussehen im Spiel. Doch besonders interessant ist, wie die Leistungsfähigkeit der Spieler berücksichtigt wird. Jede Woche gibt es ein Update. Das heißt, wenn ein echter Spieler gerade einen Lauf hat, dann ist er auch im Computerspiel besonders gut. Kann so dieses Computerspiel Einzug halten in den Profibereich? Um genau dies zu erfahren, ob also solche Computerspiele bald zu einem ernstzunehmenden Hilfsmittel für Trainer und Spieler werden können, habe ich mich am Kölner Rheinufer mit jemandem verabredet, der die Computerspieltrends von morgen kennt. Hallo, mein Name ist Ralf Anheuer und ich bin derjenige, der FIFA ein halbes Jahr bevor es im Handel ist spielen darf. Und mein Job ist es, euch mit Informationen rund um das Spiel zu versorgen. Wenn ein guter Computerspieler Messi spielt und Messi würde daneben sitzen, oder vielleicht ist er ja selbst ein sehr guter Computerspieler und er würde sich selbst spielen, könnte es eigentlich sein, dass da auf einmal auf dem Computerbildschirm Spielzüge entstehen, wo er ins Staunen kommt. Hä, was ist das denn für ein Trick gewesen? Also ist das Programm auch inzwischen schon selbst lernen, dass dort Tricks entstehen, wo er sagt, oh, das muss ich mir merken. Also ich, bei einem Lionel Messi, glaube ich, der kann alles. Ich glaube, dass der da nicht mehr ins Staunen kommt. Aber mal abgesehen davon ist er ein guter FIFA-Spieler, was er auch schon des Öfteren erwähnt hatte. Aber ich glaube, dass es Profifußballer generell gibt. Ich habe auch mit Spielern schon gesprochen, die genau das eben auch bestätigt haben, dass sie halt gewisse Spielzüge in FIFA, ich will nicht sagen erproben, aber zumindest mal spielen können, die in der Realität so nicht so einfach funktionieren. Und dass man dann schon so einen Aha-Effekt hat oder so einen staunenden Effekt. Oder dass man sieht, ach, so einfach ist das. Ich muss einfach nur durch die Gasse spielen.
Damit der Computer das alles leisten kann, muss er mit immer differenzierteren Spielerdaten gefüttert werden. Ein neues Feature dabei ist die Sichtfeldanalyse. Hier wird rekonstruiert, welchen Überblick ein einzelner Spieler zu jedem Zeitpunkt hat und wie weit dieser Überblick reicht. Virtuell auf dem Bildschirm übertragen, entscheidet diese Fähigkeit, ob ein langer Pass überhaupt gespielt werden kann oder ob gedribbelt werden muss. Es wird also immer komplexer. Vom Rheinufer zum Campus der Sporthochschule Köln. Hier arbeiten Wissenschaftler an der Frage, wie eigentlich eine Mannschaft spielt, mit welcher Taktik. Und es geht natürlich genau darum, wie ich als Gegner mit diesem Wissen der Informatiker noch mehr Tore schießen kann. Am Institut für Kognitions- und Sportspielforschung werden echte Fußballspiele in Millionen von Daten zerlegt. Jede Spielerposition zu jeder Sekunde in X- und Y-Koordinaten aufgeschlüsselt. Daniel Memmert will so die hochkomplexe Struktur eines Fußballspiels mit dem Computer erfassen und noch mehr. Er will so Taktik und Strategie der Trainer innerhalb kürzester Zeit analysieren. Also können Sie praktisch mit Hilfe Ihrer Analyse in das Geheimnis der gegnerischen Mannschaft schauen? Ganz sicher. Wir können analysieren, mit welcher Wahrscheinlichkeit Mannschaften welche gruppentaktischen Mittel einsetzen. Das bedeutet, welche Personen wie, wann, in welchem Bereich oft zusammenspielen. Also ob sie zum Beispiel über die Flügel eher kommen und welches Zusammenspiel sie dann dort wählen oder ob sie eher durch das Zentrum versuchen, ein Tor zu erzielen und welche Kombinationen sie dann dort einsetzen. Also alle Dinge, wo verschiedene Spieler zusammen agieren und zusammen einen Plan verfolgen, das können wir aus dem Spiel herauslesen und können dann natürlich Wahrscheinlichkeiten eingeben, wie wahrscheinlich genau so eine Strategie ist bei einer Mannschaft. Diese Analyse kann nach Mannschaftsteilen erfolgen, also Verteidigung, Mittelfeld, Angriff. Und es gibt mittlerweile schon ein System, das automatisch die Positionsdaten aller Spieler auf dem Feld aufzeichnet. Vom Videospiel bis hin zur wissenschaftlichen Analyse eines ganzen Fußballspiels mit mehr als 3 Millionen Daten. Heute wissen wir schon, wie ein solches Spiel funktioniert, welche Taktik eine Mannschaft hat. In Zukunft werden uns aber vielleicht die Informatiker mit ihren Computern auch sagen können, wie man am besten Tore schießt. Das digitale Zeitalter hält Einzug in den Stadien. Das traumwandlerisch sichere Passspiel von Barcelona sieht heute schon aus wie auf der PlayStation. Und Bundesliga-Trainer suchen Kontakt zu Wissenschaftlern wie Daniel Memmert. In Zukunft wird man mit Mathe Tore schießen.